Jean Gretchen Found my Whiskey Friends. Welcome to my Whiskey Chow Whiskey Dog. Yeah, what's a clock and what's getting up my motivate some mucklets? Yeah, you're fine, help, you're fine, I'm fine too, quite well. So what we have here, what we got here, we got a whiskey. Whiskey Baja whiskey from Scotland, yeah, from the lowlands, and it's called Blatnock. Blatnock, a very, very strong bottle, and it's called Samsara. Ja, wir werden die Flasche mal hier rausnehmen. Guck mal, hier habe ich hier oben am, so, ja, hier vorne ist frei. Das mag ich eigentlich nicht. Ich mag mehr, wenn sie zu sind, aber sieht schon edel wieder mal aus. Hier oben klappt man das auf und dann nimmt man raus. Und das ist das Bottle. Wie schön schwer gemacht. And it called Blatnock Samsara. Samsara ist die Wiedergeburt. Ja, packen wir wieder rein. Haben wir ein bisschen mehr Platz hier. Dieser Samsara Whiskey wurde mir empfohlen von drei Leuten. Da habe ich gesagt, jetzt kommt er ran. Scheißegal, ich hatte ihn dann bestellt, wollte ihn schon letztes Mal, habe er gedacht, okay, mache ich dann heute. Ich hatte ja, wie gesagt, den Vinaya hatte ich und den 11-Jährigen und jetzt den Samsara. Und zwar wurde mir der empfohlen, ich werde die drei Leute mal aufzählen. Das ist zum Beispiel, alle drei seid gegrüßt von mir. Und zwar ist das Ralf Zick hat mir den empfohlen, McGinnis und Sepp Outroom. Ja, die drei haben mir den empfohlen, dass ich den mal holen soll. Und wenn schon drei Leute mir empfehlen, dann habe ich gesagt, ja okay, dann wird zugeschlagen. Was los? Ich wollte mir sowieso alle Blatnocks werde ich kaufen. So. Nach und nach kommt man dann einer rein, ich werde alle kaufen. Ja, Blatnock, ja, dieser Whisky, also Blatnock gibt es seit 1870, ich hatte, glaube ich, schon mal ein bisschen erzählt darüber, oder nicht? Egal, seit 1870 und wurde von zwei Brüdern gegründet. Es gab immer ein Hoch, ein Tief, später wurde mal geschlossen, die auch, und seit 2015 muss man sich merken, dass die Zahl ist wieder eröffnet worden. Und der Blender Master war Ian McMillan. Und der hat den rausgebracht 2017 zum 200-jährigen Jubiläum. Und er, was ihr vielleicht noch nicht wisst, ja, Blatnock war auch schon mal in Irish Hand. Yeah! Und zwar in Northern Ireland war das schon mal in irischer Hand gewesen. Ja, wir stecken überall mit drin. Wir haben überall unsere Augen. Yeah, I'm watching you. Okay, da, okay. Now, this is Samsara. Ja, ohne Altersangabe. Man, ich glaube wohl, wird gesagt, dass wohl der jüngste Whisky da drin 8 Jahre sein soll. Hätte man eigentlich auch raufschreiben können, oder? 8 Jahre, naja, egal. War bis jetzt von den beiden anderen, die ich getrunken hatte, noch überhaupt nicht enttäuscht worden. Dieser Whisky, wie gesagt, kommt von den Lowlands, ist matured in Ex-Bourbon-Fässer und Cherry Cask, also ne, Rotwein Cask, genau, Red Wine, Red Wine Cask und nicht kühl gefiltert und nicht gefärbt. Und ja, wollte ich noch irgendwas sagen? Nö, also mehr wollte ich gar nicht sagen. Und da können wir natürlich gleich wieder Farbe zeigen hier. Yeah, my handcraft. Anki Chief, hier haben wir es wieder, ja. So, yeah, what we do. So, dann würde ich einfach mal sagen, achso, ich habe vorhin was gesehen. Kennt ihr das Spiel, mal andere Sache kennt ihr, das Game Tormented Souls? Ja, ist ein Horror-Game für PlayStation und macht voll Spaß. Und da habe ich mal eine Frage, ob ihr das vielleicht wisst. Und da gibt es, also in einem Tagebuch wird so geschrieben, dass ein Urgroßvater an diesem Spiel heißt da Bertram. Ja, Bertram. Fällt euch der Name Bertram ein? Ja, mir fällt der Name Bertram ein und zwar von Whisky Gold, von Tomic. Ob das, wollte ich mal fragen. Vielleicht weiß es ja Tomic, falls er mich heute sieht und nicht zu faul ist, um mich zu gucken. Oder es weiß vielleicht auch Sir Motel, ich weiß nicht. Und, oder der Viking, ich glaube, der kennt der Bertram auch. Ob der bei Tormented Souls mitmacht, das weiß ich ja nicht. So, let's go with my Genosy. Yeah.
da kommt für mich kommt gleich dunkle Pflaumen raus. Ja. Oh, herrlich. Es steht schon wieder ein bisschen hier der Whisky, aber ist gut so. Ah, dunkle Pflaumen. Schöne Trauben. Plums. Grapes. Fruities. Okay. Yeah, a wee bit of vanilla, caramel, a wee bit of citrus lemon, orange, but mostly of plums. And behind there, yeah, fruits. Yeah. But dark fruits, yeah. All the dark fruits behind there. Okay, okay. Nice. Ich habe noch gar nicht gesagt, hatte ich das hier irgendwo. Wait a moment. Er wird aber wahrscheinlich wieder mit gleiche kommen. 46,7 ABV. 46,7 ABV. Ja. Ihr braucht nicht wundern, dass ich manchmal auch Englisch rede in bestimmten Sachen, weil mich schon welche einmal anschreiben, ob ich nicht Englisch ein Video machen kann, aber oder auf Englisch alles, aber ich habe gesagt, dass meine meisten deutsche Zuschauer sind und nicht alle verstehen immer Englisch alles. Und da ich ja sowieso alles Mischmasch rede, Englisch, Irisch, Scottish, verstehen die fast gar nichts denn. Deswegen, wenn man noch nicht mal versteht den Anfang, so sage ich mal, was will man dann bei dem Video verstehen? So, weißt du. Ich glaube, manche wissen noch nicht mal, was ich gebraucht heiß. Obwohl man es eigentlich wissen müsste. Für die, die nicht wissen, Whisky. Ah ja, okay. Again. Ja, die Pflaumen sind da, wie gesagt. Ich habe jetzt auch so einen Hauch von Lakritze, ja. Ah. Mhm. Also er ist wunderbar in the nose. Wonderful in the nose. Ja, magnificent. Wow, very, very nice. Plant the good. Really. Okie dokie, slang shawar. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. 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 You see the lax? Wonderful. Really, really nice. Mm. Oh, nice. It tastes good. Really. Also er kommt wirklich gut. Ich habe gleich Karamell, Vanille, Eiche, Malt, the oak is coming, but not too strong. Nice. Diese 46,7% Alkohol merkt man nicht doll. Überhaupt nicht, brennt nicht. No. Wow. It's not fire on my tongue, you know. I don't have it. It's not too strong. Really good. Yeah. Boah. Ich finde, jetzt kommen die Trauben, die dunklen durch, die Pflaumen kommen, Cherries kommen. Der Einfluss, denke ich mal, wären gute Rotweinfässer gewesen sein. Welche, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, weil da habe ich nichts gefunden. Aber ist ja auch egal. Es gibt ja, glaube ich, so viel Rotwein, also. Boah. Und die Nase wird immer besser drinnen. Also er gefällt mir wirklich sehr gut. Okidoki, slang shawar.
Jetzt kommt die Süße, die Frische. Er ist wunderbar. So delicious. The cherries coming, the plums, dark fruits, lemon, orange, malt, a wee bit of salty, ein bisschen salzig und a wee bit of pepper und ein bisschen the pfeffer. Nice. But I like a pepper, you know. You know, oh my. Really good. Oh. Die Frucht geht gar nicht mehr raus, sag ich mal, aus dem Glas. Und er bleibt lang. Very, very long. Ja, er bleibt sehr lange im Mund. I love it. Wirklich. Er gefällt mir. Wunderbar. Kann ich also hier, Ralf Zick, McGinnis und Sepp Outrum. Habt ihr sehr gut mir empfohlen. Kann ich euch nur sagen, ihr seid die weltbesten Empfehler der Welt. So, sag ich jetzt mal. Ich muss mal gucken, ob ich euch vielleicht bei mir einstelle. So. Als Experten. Nein, gefällt mir wirklich gut. Also habt ihr gut gemacht, habt ihr mir empfohlen. Ich hätte ihn irgendwann sowieso gekauft, aber ich hätte ihn vielleicht nicht so schnell gekauft, wie ihr es mir gesagt habt. Ich bin begeistert von diesem Whisky. Ich kann wirklich nur sagen. Und ich bin ja eigentlich auch gar kein Lakritzesser, aber die Lakritze, die da in dem Whisky ist, das und das bisschen, was man da rausschmeckt, stört mich überhaupt gar nicht. Kann ich nur sagen, also finde ich wunderbar. Ja, dann sage ich mal, ach so, morgen, wahrscheinlich werde ich morgen ein Experiment machen. Lasst euch mal überraschen. Zu Pfingsten, ein kleines Pfingst-Experiment. Mal gucken, was das wird. Muss ich mal sehen, ob ich das morgen hinkriege und schaffe. Dann wünsche ich euch natürlich schon mal einen schönen Samstag nochmal. Und schon mal schöne Wochenende natürlich und macht das Beste draus. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und see you later, Alligator Slon.